Hab da mal ein Spiel, du Penner! In anderen Ländern, Österreich, Schweiz, überhaupt kein Thema. Sobald ein Stau ist, wird eine Rettungsgasse gebildet. Hier fast unmöglich. Sie werden dann praktisch noch überholt in der Rettungsgasse. Die Idioten wird es immer geben. Bilden Sie eine Rettungsgasse. Es ist Ignoranz. Es wird ignoriert. Ich hab's schon früher in der Fahrschule gelernt, dass man vielleicht immer von der Dummheit der anderen aussehen muss und so sind hier oben. Ich habe erlebt, dass ich zur Seite fahre, wenn ich merke, dass der Verkehr staut und dass sich dann noch irgendwelche Idioten neben mich rechts drängen. Wo willen Sie eine Rettungsgasse? Da wird sich nichts ändern. Es tut mir leid für die Leute, die vorne warten müssen. Es geht ihnen wirklich schlecht. Aus der letzten Buskatastrophe auf der A9 haben deutsche Autofahrer nichts gelernt. Nur wenige Tage nach dem schlimmen Vorfall mit 18 Toten filmt eine Brandenburger Feuerwehr diese unfassbaren Bilder auf der A10. Drei Menschen liegen schwer verletzt nach einem Verkehrsunfall in ihren Autos, hoffen auf Hilfe. Als ein Fahrzeug der Retter durch die gebildete Autogasse fahren will, wird ihm diese versperrt. Keiner weiß warum, diese Aufnahmen haben ganz Deutschland schockiert. Ein LKW nutzt die gebildete Rettungsgasse, um sich selbst möglichst schnell an den Anfang des Staus zu stellen und steht den Helfern dann plötzlich als rollendes Hindernis im Weg. Stefan Grüne kann seine Wut kaum noch zurückhalten. Ja, also es hat mich maßlos geärgert, dass da keine Rettungsgasse gebildet wurde oder dass der LKW-Fahrer das so blockiert hat. Ich habe hinten in der Mannschaftskabine getrampelt und als wir zum Stillstand gekommen sind, bin ich ausgestiegen, habe versucht, irgendwie die Fahrzeuge beiseite zu bekommen, damit wir da irgendwie durchkommen, um den Leuten vorne zu helfen, weil wir wussten ja nicht, was da los ist. Unglaubliche Szenen spielen sich ab. Die Feuerwehrmänner müssen aussteigen und die Autobahnfahrer zur Seite dirigieren. Die Retter verlieren wertvolle Zeit. Eigentlich grausam. Man will helfen und wird durch einen Hirnrisschen, der keine Ahnung vom Autofahren hat und nicht weiß, um was es geht, einfach, man wird behindert und der Leidtragende ist im Endeffekt der Verletzte oder der vorne im Unfall irgendwie eingeklemmt ist oder sonst was. Am Unfallort bietet sich ihnen dann ein chaotisches Bild. Ein LKW war auf ein Stauende gerast und hat den vor sich befindlichen Mini Cooper zur Seite geschoben. Ein Rettungshubschrauber musste auf der Autobahn landen, stundenlange Vollsperrung, Megastau. Das verzögerte Eintreffen der Rettungskräfte hat oft dramatische Folgen. Im schlimmsten Fall kommen die Rettungskräfte zu spät. Ja, und was zu spät heißt, wird dann nachher auch im schlimmsten Fall der Staatsanwalt entscheiden müssen. Da zählt jede Minute, ne? Also Rettungsgasse ist A und O. Jeder kann irgendwo mal in einen Unfall verwickelt sein und Hilfe benötigen. Und wenn niemand kommt, ja, dann kann es oft zu spät sein. Dass wir dann mit Unfalltoten zu rechnen haben. Die Feuerwehr in Lenin kämpft für die Rettungsgasse und schickt mittlerweile zu jeder Einsatzfahrt immer eine Motorradstreife mit. Der Fahrer des Feuerwehrmotorrades bildet für seine Kollegen die Rettungsgasse und will sie zum Unfall lotsen. Doch die Rettungsfahrt endet abrupt am Standstreifen, kein Durchkommen mehr und keiner weiß warum. Ich denke, dass manche einfach nicht dran denken und bloß gucken wollen, was jetzt los ist. Unwissenheit und auch so ein Stück weit menschliche Neugier, ja, weil man immer den Blick nach vorne haben will, was ist da passiert. Warum jetzt nicht weiter? Und dann vergisst man, ach Gott, ich stehe ja jetzt hier im Weg und von hinten kommen ja auch noch welche. Ist lachhaft, weil die Leute sich erlauben auf der Straße. Da wird dann mit dem Handy aus dem Fenster am Unglücksort langsam vorbeigefahren, um möglichst das beste Bild vom Crash einzufangen und dabei noch schelmisch in die Kamera gegrinst. Das ist ein Problem, dass die Leute auch keine Emotionen da mehr haben. Die Gaffen, die wollen schnell vorwärts kommen, die wollen nach Hause kommen. War jetzt bei dem Busunglück ja auch so, dass keiner geholfen hat. Weil die selber noch in der Situation wahrscheinlich nicht gewesen sind und auch da nicht ans Nachdenken kommen. Die fangen gar nicht an, drüber nachzudenken da. Das ist die Mentalität wahrscheinlich von Deutschland. Die wollen einfach immer der Erste sein. Keinen Gedanken an andere verschwendet. Alter, das wird nicht hart genug bestraft. Alter, da müsste eine andere Regelung kommen. Strafen. Richtig bestrafen. Ich denke ja, das ist in Deutschland so ein Grundproblem, dass wir zwar einen dicken Tatbestandskatalog haben, aber dass den Leuten nicht wirklich in Portemonnaie gegriffen wird. Zu milde wird später auch dieser Autofahrer bestraft. Von Ladungssicherung hält der Berliner gar nichts. 8 befüllte Gasflaschen kullern gleich auf die Autobahn, den Beamten fast direkt auf die Füße. Also so könnte er nicht hier rumfahren, das haut nicht hin, echt nicht. Nee, das kann ich ja machen. Erstmal ist er zu schnell gewesen, dann dritte Fahrspur im Baustellenbereich benutzt, obwohl er zu breit war. Und die Ladungssicherung, gerade die Gasflaschen, die hier rumliegen, ist nicht gerade traumhaft. Man mag sich gar nicht vorstellen, was da alles hätte passieren können. Dieser polnische Lkw-Fahrer hatte seine Ladung aus seiner Sicht festgemacht und gesichert mit einem gelochten Band. Also wir hatten jetzt die Feststellung,
Zu viel geladen, zu viel Ladung, zu schwer und die Ladungssicherung ist nichts. Weil der Spanngurt, der reicht nicht. Die Befestigungsmöglichkeiten hier sind gar nicht gegeben. Und da macht man das eben so. Die Beamten der Brandenburger Autobahnpolizei versuchen mit verschärften Kontrollen unsere Autobahnen sicherer zu machen, damit weniger Unfälle und Staus passieren. Doch wann ist es zwingend notwendig, eine Rettungsgasse zu bilden? Sobald ein Stau entsteht, bildet man eine Rettungsgasse. Wenn sich der Verkehr innerhalb von 10 km/h hin und her bewegt, dann macht man schon ein bisschen Platz oder guckt schon mal in den Rückspiegel, dass man eventuell rüberfährt. Es gibt ja den Paragraph 1, Vorsicht und Rücksichtnahme, also vorausschauend, wenn es losgeht, sofort an Rand. Die Rettungsgasse wird zwischen dem linken oder dem äußersten linken und dem daneben liegenden Fahrstreifen gebildet. Und dann versucht man, auf dem linken Fahrstreifen so weit nach links zu kommen, wie es geht. Und auf dem daneben liegenden, genau, so weit nach rechts, wie es geht. Also in Österreich klappt das sehr gut. Sobald irgendwas stockt, geht es sofort rüber. Das machen sie in Deutschland halt nicht. Wer in Deutschland eine Rettungsgasse blockiert, kann mit 20 Euro Bußgeld belegt werden. Die Strafe in Österreich liegt deutlich höher. Die Rettungsgasse in Österreich ist Pflicht. Wer das Durchfahren eines Einsatzfahrzeuges behindert, wird mit bis zu 2.180 Euro Bußgeld bestraft. Bilden Sie sofort eine Rettungsgasse. Liebe Autofahrer, fahrt vorsichtig, bildet eine Rettungsgasse. Es können auch eure Lieben sein, die auf der Straße hocken und auf einen Rettungswagen warten. Ihr würdet das doch genauso wollen. Bilden Sie eine Rettungsgasse.